Servus, liebe Freunde der Sonne. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Schlacht um Mittelerde 2. In dieser Folge spielen wir mal gegen Graf Johann Tilly. Mal wieder auf der Dürrenheide. Er mit Elben, ich mit Isengard. Nun gut. Schauen wir mal. Die letzten drei Matches, die wir gemacht haben, habe ich nicht aufgenommen. Die habe ich alle drei gewonnen. Hohoho. Meine ich. Jedenfalls, jetzt spielen wir halt nochmal. Diesmal nehme ich halt auf. Wir hatten eh, glaube ich, erst neulich ein paar Matches gehabt, also Domi und ich. Und fünf Stück haben wir, glaube ich, probiert. Vier von denen gingen so kurz gegen die KI, dass man das überhaupt nicht aufnehmen hätte brauchen. Das Auge beobachtet uns. Und immer Arbeit. Eine, da weiß man nicht, wie es ausgegangen wäre. Mir ist die Windows-Taste dazwischen gekommen. Jo. Und damit war das Spiel auch abgekackt. Mehr oder weniger dann ungefähr 3 Stunden insgesamt für den Arsch gewesen. So, tatsächlich werde ich mal hier probieren, noch ein Sägewerk hinzubauen. Obwohl, ich glaube, das ist garantiert ein Fehler. Und dann werde ich mal wieder auf die altmodische Art probieren mit Armbrustschützen. So. Haltet euer Werkzeug bereit! Marsch, marsch! Auf jeden Fall bin ich jetzt aktuell gerade im Nachteil von den Rohstoffen her, das sehe ich jetzt schon. Weil ich ein Sägewerk da hinten baue und das kommt erst nach so einer gewissen Zeit, dass das erst einen Vorteil bringt. Davor ist definitiv ein Nachteil. Noch ein Gebäude fertiggestellt! Weil es braucht länger zum Bauen. Los, weiter! Und wenn es gebaut ist, dann dauert es auch erstmal eine Zeit lang, bis man Rohstoffe kriegt, weil die erst sammeln müssen, die Einheiten. Die Uruks und ihre Armbrüste sind bereit. Ruhe! Dafür hab ich jetzt mit. Der Vorteil mit den Armbrustschützen ist jetzt am Anfang, dass ich viel Sichtweite habe. Zurück Information! Und ihn schon sehen kann. Das Auge beobachtet uns! Frühzeitig. Aufpassen, du! Ihr werdet nicht gefaulet! Weiter! Bewegt euch, ihr faulen Hunde! Los mit dem Gequatsche! Bewegung! So, dann werde ich hier noch einen Schmelzofen bauen. Hört mal! Und das Ork erstmal zerstören. Beobachtet uns. Ah, perfekt, 100% haben wir da gehabt. Haltet euer Werkzeug bereit! Armbrüste! So, und dann möchte ich vielleicht noch eine Urukai-Gruppe raushauen. Lasst es Bolzenhagel! Maul halten! Das neue Gebäude ist fertig! Sofern ich das dann kann. Lustigerweise habe ich jetzt gerade den Vorteil, dass alle Schmelzöfen 25 geben. Gibt eine schöne Zahl insgesamt, vor allem keine krumme. Und damit kommt man immer schön auf ein gerades Ergebnis am Ende raus, wenn man Einheiten braucht. Ruhe jetzt! Weiter so! Lasst keinen am Leben! Hört mal! Kommt ihr Schnecken! Mehr Bolzen! Schnell! Ich frage mich ja, wo er gerade bleibt. Bewegung! Ruhe jetzt! Was? Ihr wisst, was wir. Dann werde ich da noch irgendwie was raushauen dabei. Riecht ihr was? Zurück in Farmerrüstung! Und ich weiß gar nicht, was mache ich? Clanhütte? Hm, ist sehr teuer. Das lohnt sich eigentlich nicht. Vielleicht sehen wir eine zweite Urgrube. Bewegung! Ruhe! Schluss mit dem Gequauchen! Noch ein Gebäude fertiggestellt! Um dann da mehr rauszuhauen zu können. Hinten auf jeden Fall ein Sägewerk. Dürfte sich lohnen. Da ist der Feind. Was sollen wir tun? Und hinten haben wir einen Haufen Zeug da. Wir greifen an! Wir wimmelt es von Feinden! Jetzt gehört das Gebäude uns! Macht euch kampfbereit! Also die Einheiten da oben haben wir definitiv verloren. Lass es Bolzenhageln! In wir dieser Grube kriegst du mal! Bewegung! Auf ihn! Los! Ruhe jetzt! Da haben wir noch so eine Gruppe Urukai raus. Da! Da! Die plündern unser Lager! Ach, und er zerstört's mir. Auch gut. Lass sie nicht entkommen! Vorwärts! Uah! Und da haben wir noch eine Gruppe Armbrüstschützen raus. Dass sie das Gebäude einnehmen.
Zerstören und einnehmen auch gut. Das neue Gebäude beobachtet uns. Mehr Bolzen. Schnell. Keine Gefangenen. So, ich weiß nicht ganz, aber ich glaube, das werden die nicht überleben. Sie haben unsere Gebäude eingenommen. Das Problem ist, dass die jetzt bald draufgehen werden. Oh, Level 2, sehr schön. Das Gebäude ist fertig. Wir kriegen Luft. Die Uruks und ihre Armbrüste sind bereit. Da, sie sind da drüben. Keine Gefangenen. Okay, die aber haben sogar tatsächlich gewonnen, würde ich sagen. Dann müssen wir hier wieder so tun. Vielleicht noch einen Schmelzofen reinhauen. Du kannst hinten im Eck. Ja, das haben die sogar tatsächlich gewonnen. Leck mich am Besen, ey. Keine Gefangenen! Schneller! Der Feind! Attacke! Lasst es Bolzen! Dann hauen wir hier noch so raus und so. Ah, scheiße, keine Rohstoffe mehr. Mehr Bolzen! Schnell! Wir haben den Feind gefunden. Macht euch kampfbereit. Na toll, das ist jetzt nicht gut. Achso, der kann natürlich wieder super bereiten. Das geht mir wieder ziemlich auf den Sack. Und komischerweise kommt er überall durch. Das kann nicht sein. Holt euch den da. Zerschmettert sie. Der Feind greift uns an. Auf ihn. Das habe ich schon verloren. Das sehe ich. Noch mehr Uruks kommen auf den Grund. Haltet euer Werkzeug bereit. Macht eure Waffen bereit. Nicht zurückfallen. Sie greifen einen Schmelzofen an. Schnell, wir brauchen. Das ist vorauszusehen. Hier kommen jetzt aber gleich zum Glück die Lanzenträger raus. Wir greifen an. Bald. Einige Uruks-Speerträger sind in Gruben entstiegen. Aufwachen. Ihr werdet nicht gefaulenzt. Baut. Macht eure Waffen bereit. Ach so, logisch, ja, dass die da gewinnen. Jo, ich würde fast sagen, dass das schon war. Weil das ist über kurz und lang eine kurze Sache. Logisch. Schauen wir uns mal die Statistik an. Jedenfalls, es waren doch 6. Wow, 6 Minuten. Ja, geil, das ist ein neuer Rekord, mehr oder weniger. Da hätten wir gar nicht weitermachen brauchen, das sehe ich ein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, oder wir machen gleich im Anschluss einen neuen Kampf. Ich glaube, da werde ich so gar keinen Schnitt machen, sondern wir fangen gleich nochmal an. Und hauen hier die Zwerge rein. Und dann nochmal den nächsten Kampf. Ja, schau mal, also diese Karte ist definitiv so eine Sache, weil sie verschiedene Wege hat, wo man reingehen kann. Also man kann ganz lange Wege gehen, mittellang oder direkt. Ist scheiße eigentlich zum Verteidigen, finde ich. Und ich glaube, irgendwo müsste es da... Ich glaube, rechts oben gibt es vielleicht einen Turm und in dem kleinen Zipfel da drin, in dem Berg, müsste es vielleicht einen Außenposten geben. Oder ein Gasthaus. Das weiß ich jetzt nicht. Ich kenne die Karte nicht gut genug. Ach, da müsste aber, glaube ich, wenn ich gerade den Text gelesen habe, da müsste irgendwo auch die Mine von Moria sein, also der Eingang. Wir verwenden nur bestes Material. Demnach. Das sieht gut aus. So. Und schauen wir mal, das dürfte, ich glaube, fast sogar ein Gasthaus sein. Und Turm, genau wie ich es mir dachte. So. Ich find's richtig scheiße eigentlich, mit den Gasthäusern und alles, dass man die einnehmen kann. Okay, das ist so eine Sache, na gut. Aber dass man dann die zerstören kann, okay, das finde ich super. Aber dass man die wieder aufbauen kann, einfach problemlos nehmen, auf Reparieren drückt, finde ich scheiße, ehrlich gesagt. So wirst du jetzt, wenn jetzt einer ist, der diese Sachen nicht mag, so wie ich, und die zerstören möchte. Macht er? Spielt er gegen anderen, wird er die irgendwann wieder aufbauen. Wofür zerstöre ich die dann eigentlich? Ich selbst nutze sie nämlich nicht. Also, scheiße. Ah, die Halle der Krieger. Wo ist der Bauplatz? So, toll. Genau nicht. Ach doch, hat gepasst. Ja, weil die Mine gibt es wahrscheinlich wieder nicht mehr. 25, 23, ja toll, genau. Auf jeden Fall, hier kann man echt scheiße bauen. Werde ich gebraucht. Mach den Weg so, 98 muss reichen.
So, mit den Hütern werde ich vielleicht gleich mal dieses Nest da plündern. Das wäre ganz praktisch. Für Rohstoffe. Braucht jemand ein paar Hüter? Zumal Hüter, das dürften die leicht schaffen. Vorwärts. Weil mitunter so ein Orknest ist das Einfachste, was es gibt. Und Hüter sind so ziemlich die stabilsten Einheiten, die es gibt. Schickt sie zu mir! Das ist gut. Alle Hände voll zu tun. Zwerge! Wie viel Leben haben die eigentlich? Das finde ich ein bisschen blöd, dass man nie sieht, was wie viel Leben die haben, sondern nur, wenn man sie so anwählt. Hüter Gesundheit 300. Aber selber, wenn man sie hat, also wenn man sie so anklickt, kann man sie über das Bild nicht erkennen. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich scheiße. Lasst eure Waffen singen! Wir verwenden nur bestes Material. Das wird nicht gehen. Nein, das geht nicht. Hä, wieso kann ich denn jetzt nichts bauen? Zwerge! Wir haben alle Hände voll zu tun. Ich bin gleich fertig. Zwerge! Feines Zwergenhandwerk. Aha. Es muss ein besseres gekämpft. Wo ist der Bauplatz? Lasst uns bauen. An eure Waffen. So, jetzt habe ich auch hier einen Bogenschießstand gebaut. Wobei, das ist eigentlich gar keiner. Theoretisch. Ja gut, darum heißt auch Schießstand, weil am Anfang schmeißt man nur Äxte. Vorwärts! Hier sind sie. Wir haben alle Hände voll zu tun. Wo sind sie denn? In Position. Geht in Position. Wir verwenden nur bestes Material. Auf ins Getümmel. Rüstet euch, Zwerge. Sie greifen die Minen an. Haben wir noch eine Gruppe Verlangen raus, für alle Fälle. Ach so, ja natürlich, also das so hinzubringen, dass die alle angreifen, ist eine Frechheit. Der Schießstand ist fertig. Wo ist der Bauplatz? Phalanx bilden! Wir verwenden damit hat er nicht gerechnet. In Position! Wir können nicht bleiben! Jetzt gehen wir davor. Ich hoffe mal nicht, dass er das eingenommen hat, das wäre nämlich scheiße. Vorrücken. Ach, die sind ja auf Stufe 2, das ist ja ganz fein. Zwerge. Kann ich ja in die reinlaufen. Angriff! Geht in Stellung! Phalanx ist unsere Stärke! Zu den Äxten, Zwerge! Marsch! Macht eure Speere bereit! Dahin! Rüstet euch, Zwerge! Ja, haltet Schritt! Vorwärts! Kommt schon, Zwerge! Haltet Schritt! An eure Waffen! Macht eure Speere bereit! Auf ins Getümmel! Mal schauen, ob ich jetzt, wenn ich gegen die laufe, ob ich dann gescheit einlaufen kann. Ach, das war klar. Zwerge. An eure Waffen! Wir haben das Lager des Feindes entdeckt! Geht in Stellung! Zu den Äxten, Zwerge! Seid standhaft! So, ein bisschen verlangen gehe ich hoch. Haltet eure Äxte die schicke ich dahin. Damit gehe ich auch hier hin. Sehr gut. Braucht jemand ein paar Hüter? Äxte! Los, vorwärts! Werft sie nieder! Haha! Ausfall! So, das werde ich wahrscheinlich verlieren, das ist klar, aber wie hat er den jetzt schon wieder alle verstärkt? Das ist eine Frechheit. Bewegung! Oh, Zeit für eine Schmiede wäre vielleicht noch nicht schlecht. Macht den Rest! Äxte bereit! Bleibt zusammen, Axtschleuderer! So, was ich eigentlich ein bisschen schade finde, sogar, dass man hier die ganzen Gebäude nicht aufleveln kann, nur aufleveln kann über Updates und nicht je nachdem, wie viel Einheit man schon rausgestellt hat. Weil, das ist zum Beispiel in Schlacht und Mittel 1 so gewesen, dass man die Einheiten, dass man die Gebäude aufgelevelt hat, indem man einfach die ganzen Gebäude produziert hat. An eure Waffen. Macht er das schon wieder? Macht er das schon wieder? Na, jetzt kann ich sowas bauen. Sehr nice. Rüstet euch, Zwerge! Ah, ein Gasthaus, das kommt reißt alles nieder! So, jetzt dürfte ich mal schauen, ob ich mich vielleicht reparieren kann. Das wäre nicht schlecht. Braucht jemand ein paar Hüter? Heilen meine ich. Äxte. Wo werde ich gebraucht? Macht euch bereit, Zwerge! An eure Waffen! Nee, das läuft nicht. Die Zwerge, die Dinger sind ja weg. Auf ins Getümmel! Die Minen sind in Gefahr! Zieht euch zurück! An die Waffe! Jetzt wird gekämpft! Schickt sie zu Bleibt mir! Zusammen, Axtschleuderer! Vorwärts, Zwerge! Macht euch bereit, Zwerge! Ja. Oh, die haben überlebt, krass! Auf in den Kampf! Seid wachsam! Zu den Äxten, Zwerge! Hier können wir nicht bleiben. Unser Streitwagen ist bereit. Ah, das ist der Streitwagen. Sehr gut. Da kann ich gleich mal hier was sowas bauen. Das wäre richtig geil. Bauen wir vielleicht noch einen Streitwagen? Hihi. So. Wir haben alle Hände voll zu tun.
Ja, immer muss man auf die Scheiß-Taste, immer muss man auf die Z-Taste kommen, das geht mir auf den Sack. Alles gut verzurrt? Vorwärts! Da sind vorwärts. Die Gebäude! Los! So, den lassen wir übrig. Wo ist der Feind? Brrr, Mädchen! Beweg deinen trägen Hintern! Vielleicht noch eine Gruppe verlangen, das wäre nicht schlecht. Ja, die kann ich so genau bauen, weil die kosten nämlich weniger Bevölkerung. Hihi. Reißt alles ein! Da sind sie! Der Feind ist da! Das reiße ich jetzt ein. Werf das Fass! Baut's mit Zwergengeschick! Reißt dieses hässliche Ding nieder! Unser Streit. Es brennt sogar, oder? Wir reißen es nieder! Ja, es brennt. Nee, es brennt nicht, so eine Frechheit. Nieder. Alles gut verzurrt? Wir haben alles. Noch ein Streitwagen, da werde ich eine Esse draufbauen. Ja! Vorwärts! Ja! Die Vorwärts ist unsere Stärke! Wir haben ihr Lager entdeckt! Macht eure Speere bereit! Wo ist der Feind? Schick alles gut verzurrt! Äxte! Brrr, Mädchen! Wagen ist bereit! So, jetzt kommen wir auch gleich die Verlangen, das ist sehr gut. Da werde ich vielleicht so eine Mine mal hinhauen. Alles gut verzurrt! Der Feind ist hier! Brrr, Mädchen! Schnell, an die Zügel! Überrennt sie! Auf eure Posten! Zuerst müssen sie uns einholen! Rückzug! Jetzt komm her! Ja, mit deinen Scheiß-Einheiten. Wo ist der Feind? Also recht feige kann man schon agieren, das finde ich ganz interessant eigentlich. An die Zügel! Mädchen! In Position! Worauf warten wir noch? Auf jeden Fall brauche ich hier noch einen Streitwagen oder gleich zwei. So. Dann machen wir einen, das langt erstmal dabei. Wir haben noch viel zu tun. Wäre stolz auf uns. So. Ach ja, genau, das gibt ja verdammt viele EP eigentlich, wenn der durch meine Verlangen durchreitet. Wir müssen hier weg. Jo, sehr gut. Jetzt kann ich hier meine Menschen aus Tal beschwören. Rüstet euch, Zwerge! Das könnte sich lohnen. Großartiges Mauerwerk. Sie bombardieren uns! Weiter, weiter! Pfeile los! Alle Mann, wir kommen sie zurück! Der Feind ist nah! Ja, der geht mir so auf den Sack gerade mit seinen Einheiten. Schnell wie der Wind! Werft sie zurück! Wir haben alle Hände voll zu tun! Wir werden hier das Ganze mal abkürzen. Alles gut verzurrt! Vorwärts! Die wir wieder reinschicken. Da raus. Zu den Äxten, Zwerge! Jetzt wird gekämpft! In Position! Das Banner weht im Wind! Sind sie zu weit weg? Wagen ist bereit! So, das mache ich jetzt genauso wie er immer, wenn er einen Tom Bombadil ruft. Also wenn ich einen Tom Bombadil rufe, dann hau ich einfach ab. Ganz easy. Dann mache ich kurz einen Prozess, mehr oder weniger. Wo ist der Bauplatz? Das sieht gut aus. Wir werden warten. Vorwärts, Zwerge. Worauf warten wir noch? Auf ins Getümmel! Sie wollen uns zertrampeln! Ich bin gleich fertig. Streitwagen! So, jetzt drehen wir wieder um. Die Zeit dürfte genug gut da sein. Ja, das ist perfekt eigentlich. Die von der Zeit her ist perfekt. Ja, Bestie! Attacke! Wir haben alles im Griff. Sie greifen an! Vorwärts! Vorwärts! Da noch eine Gruppe. So. Nee. Phalanx bilden! So, das Gebäude wäre fertig. Wagen ist bereit. Wir haben alle Hände voll zu tun. Geht in Stellung! Seid standhaft! Wo ist der Feind? Da kommt schon der nächste Streitwagen. Hihihi. Auf eure Posten! Streitwagen! Wir müssen hier weg! Worauf warten wir noch? Fässer los! Sie kommen genau auf uns zu! Zu den Äxten, Zwerge! Bewegung! Vorwärts! Hoffentlich fängt es jetzt an zu brennen. Ja, Bestie! Jawohl, nice, fängt an zu brennen. Achso, der hängt jetzt natürlich wieder da drin, sehr gut. Genau so soll's sein. Vielleicht noch eine zweite Kaserne. Schnell, an die Zügel. Vorwärts, los. Unser Streitwagen ist kampfbereit. Und Bannerträger entwickeln. Alles gut verzurrt. Zu den Äxten, Bestie. Bleibt zusammen, Axtschleuderer. Worauf warten wir noch? Menschen aus Tal, naja gut, ich weiß nicht, ob sich die so lohnen. Mich regt es auf jeden Fall auf, dass er die ganze Zeit mit Pferden da rumkommt. Was soll der Scheiß eigentlich? Hohoho, schnell zurück. Geht in Stellung! Wir werden angegriffen! Worauf warten wir noch?
Vorwärts! Die Halle los. Der Krieger ist bereit! Auf ins Getümmel! Schnell, an die Zügel! Vorwärts! Vorwärts! Ja, Bestie! In Position! So, aber allerdings, das schaut richtig schlecht aus, würde ich fast sagen. Axtschleuder! Es wird Zeit! An eure Waffen! Meine Axt gehört dir! Nein, nein, nein! Wenn's am schönsten ist zum Aufhören und wenn's scheiße ist zum Aufhören. Drum höre ich da jetzt auch auf. Zumal ja auch die Zeit eigentlich relativ gut ist. Jetzt haben wir knapp 20 Minuten, das schaut schön aus. Jo. Schau mal, jo. Wie gesagt, also gewinnen kann ich nicht mehr. Das ist wie immer so. Letztes Mal war nur so, weil ich neue Taktiken ausprobiert habe, aber das kann man vergessen, wenn man sich darauf einstellen kann. Dann. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Adios.